Healthrise Sprechstunde. Sie haben die Fragen, unsere Experten die Antworten. Und nun zu der Frage: Wie schafft man es denn eigentlich, wieder aus diesem Teufelskreis rauszukommen? Und was gerätst du ganz akut bei Heißhungerattacken? Also du beziehst es jetzt wahrscheinlich auf Stress, denke ich mal, und nicht jetzt allgemein auf Heißhungerattacken. Wir müssen in diesen Stresssituationen einfach nach uns schauen und zwar im Voraus schon gucken, was habe ich denn heute für einen Tag vor mir? Wo kann ich mir denn eine kleine Pause einbauen, wo ich was essen kann, dass ich gar nicht in dieses, wo unser Körper nach Energie schreit, reinkomme. Ich kenne mich jetzt wirklich super aus mit Ernährung und passe da extrem gut auf, aber wenn ich sowas von dem Unterzucker bin, also dann hilft bei mir auch nur noch Schokolade und nicht der Apfel. Ja? Ja. Deswegen ist es einfach wichtig, zu planen, zu gucken, was habe ich heute für einen Tag, wann kann ich mir da eine Pause gönnen, was nehme ich da mit, ja. Und da so ein bisschen immer, ja, einfach ins Nachdenken zu kommen. Und wenn ich weiß, ich habe irgendwie vormittags wenig Zeit, dann nehme ich mir halt eine Banane mit, die hat auch Fruchtzucker, die versorgt uns aber lang durch diese Ballaststoffe auch außenrum. Da sind B-Vitamine drin, Magnesium, das ist alles drin, was man eigentlich im Stress braucht, ja. Das heißt, wir kommen erst gar nicht in diese Heißhungerattacke rein. Das wäre so der erste Schritt, nicht reinzukommen. Wenn ich drin bin, würde ich gerne versuchen, das erstmal mit was anderem zu lösen, wie Schokoriegel und Gummibärchen. Da hilft super zum Beispiel eine Banane. Es hilft aber auch einfach, eine Packung Trockenobst in der Tasche zu haben. Das hält ja irre lang, kann man super mitnehmen. Das könnte sein Apfelchips, getrocknete Mangostreifen, Aprikosen, sowas. Oder man könnte auch einfach ein paar ungesalzene Nüsse einpacken. Und das würde ich tatsächlich als erstes mal probieren. Dann gibt man sich 5 Minuten Zeit und schaut mal, ob es wirkt. Ja. Das ist auch so der Trick, dass man halt einfach 5 Minuten abwarten muss, bis dann die Energie im Körper ankommen kann, ja. Hilft das meistens. Aber schon. Das heißt, ganz wichtiger Aspekt ist dann aber auch Stressprävention, oder? Oder Maßnahmen, wie man lernt, mit Stress umzugehen, oder? Genau, also und zwar unabhängig von Ernährung. Das eine, Prävention wäre ja quasi im Vorfeld sich zu kümmern, zu sorgen, wann kann ich was essen, was nehme ich mit. Und das zweite wäre, gar nicht erst so sehr in Stress zu geraten. Und da gibt es einfach tolle Möglichkeiten. Du hast ja vorher gesagt, ich bin auch Achtsamkeitstrainerin. Wenn man Achtsamkeit ein bisschen trainiert hat, dann ist es einfach so, dass du zwischen diesem, es kommt was von außen auf mich zu, nicht automatisch in diese Stressreaktion reinrutscht, sondern ich gewinne ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, ob mich das jetzt wirklich stressen muss. Ja? Es gibt ja Situationen, da kann ich eh nichts dran ändern. Ist die Frage, rege ich mich darüber auf? Oder ich habe dann auch die Zeit, darüber nachzudenken, wie reagiere ich denn angemessen? Und automatisch durch diese Zeit, die dazwischen ist, zwischen dem, was von außen kommt und meiner Reaktion, kommt der Körper nicht in so einen Stress rein. Und das ist halt das Gute, dass man das mit Achtsamkeitstraining wirklich sehr, sehr gut lernen kann, trainieren kann. Und dann gibt es wenig Dinge, die einen wirklich sowas von dermaßen auf die Palme bringen, dass man dann gleich eine Tafel Schokolade braucht. Genau, und sowas kann man dann ja zum Beispiel lernen, wenn man solche Experten wie dich konsultiert. Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch viel anzulesen, aber oft braucht man ja auch ein bisschen einen Anstoß, um bestimmte Denkmuster zu durchbrechen, oder? Ja, also es ist schon ganz hilfreich, sich mit einem Experten mal zu unterhalten, je nachdem, wie weit man schon gestresst ist. Es ist ja häufig so, dass die meisten erst kommen, wenn schon ganz viel im Argen liegt. Da kommt man meistens nicht mehr alleine raus. Aber man kann sich zum Beispiel Achtsamkeit wirklich wunderbar selber anlesen, selber üben. Ich habe zum Beispiel auf meiner Dropbox kann man sich bei mir kostenlos anfordern, angeleitete Übungen für die Achtsamkeit. Ja. Kann man einfach anhören, kann da mitmachen. Ja, kann man sich gerne bei mir anfordern. Kannst ja nachher vielleicht meine Daten durchsagen. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ist wirklich einfach, dauert auch nicht allzu lange. Es gibt Übungen, die dauern 2 Minuten. Das täglich mal gemacht, braucht nicht viel Zeit und hat einen irre tollen Effekt. Ja.